Und wir braten das Fleisch oder unsere Spieße jetzt von allen Seiten einmal an. Wenn das so aussieht, die Spieße heraus und unsere Bratreine lassen wir gleich hier auf voller Last, weil wir haben ja jetzt noch unser Gemüse. Das braten wir hier drinnen gleich an. Alle Gemüsereste, die eben noch übrig waren, Knoblauch dazu, einmal anschwitzen. Da brauchen wir auch kein zusätzliches Öl. Und wenn das Ganze hier so ein bisschen Glanz bekommen hat, dann geben wir auch unsere Paprika dazu und auch das geräucherte Paprikapulver. Achtung, nicht verbrennen lassen, nur anschwitzen, Chilischoten dazu und direkt auffüllen mit unserer passierten Tomate. Und das Ganze bringen wir jetzt hier einmal zum Kochen. Die Temperatur können wir wegnehmen und man sieht, was dieser Topf an Hitze speichert.